Ich muss euch auch dazu was sagen. Und zwar ist das Ganze nicht so abgelaufen, wie ihr vielleicht gedacht habt mit Neo. Eigentlich war das Ganze so. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Luca. Ihr kennt den ganzen Scheiß schon. Ich weiß Bescheid und ihr wisst Bescheid. Und was war das jetzt eigentlich für ein Anfang? Heute machen wir was. Sowas von Spektakuläres, was auf YouTube so noch nicht gab. Ein FAQ. Und zwar konntet ihr mir auf Instagram Fragen stellen, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht und ihr habt mich ein bisschen zugespammt, wobei es waren glaube ich nur 15 Kommentare oder so. Spaß beiseite Leute, ihr habt mir Fragen gestellt, ich beantworte sie heute für euch und ich würde sagen, let's go. Ach übrigens, ihr könnt mir gerne auf Instagram und Snapchat folgen, falls ihr noch nicht getan habt. Da könnt ihr dann nächstes Mal auch im Video mit dabei sein. Okay. Die erste Frage ist ganz simpel. Und zwar kommt sie von Michelle Mia San Mia. Magst du Brot mit Leberwurst? Und ja, schau mal, oder? Mag ich das? Boah, jetzt, ich hab so Hunger. Boah, ein Toast mit Leberwurst. Alena 510 fragt, was ist deine Lieblingsstadt in Deutschland? Da muss ich ganz klar sagen, es ist Köln. Ohne Scheiß, Köln ist richtig, richtig geil. Und ich finde Köln einfach eine richtig geile Stadt. Und deswegen finde ich Köln so, ist meine Lieblingsstadt. Magic Katie 14 fragt, würdest du lieber für 10.000 Euro Single bleiben oder nicht? Nee. Irina Nikolic fragt, was machst du beruflich? Ich muss euch jetzt was beichten. Ich habe immer alle Menschen angelogen, was ich beruflich mache. Eigentlich mache ich das hier. Oh, ein bisschen sauber machen. Manfred! Der WC-Schaumreiniger ist leer, bring mal einen neuen. Mäh. Mäh, Alter. Sieht aus wie Sperma, Alter. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Lena Krieger fragt, was findest du an dir besonders schön? Folgst du eher deinem Kopf oder deinen Gefühlen? Also natürlich finde ich alles an mir schön. Okay, das kann ich nicht sagen, oder? Nee. Nee, Spaß beiseite. Oh mein Gott, Alter. Ja, jetzt kommt der Hate, Alter. Ja! Ja! Nee, was ich an mir schön finde, ist einfach, dass ich versuche immer allen Menschen zu helfen, es ihnen recht zu machen. Und ja, so eher halt mein Charakter, finde ich. Eigentlich von meiner Seite aus sehr gut und kriege ich auch von vielen zu hören. Das finde ich an mir persönlich schön und ob ich meinem Kopf oder meinen Gefühlen folge, ist halt immer so eine Sache. Der Kopf denkt immer so viel drüber nach und die Gefühle sagen aber irgendwie einem was anderes. Deswegen ist es echt schwierig zu sagen, manchmal so, ja, wo ist es nun mal im Leben? Marco Reus 1109 fragt, was ist dein größtes Hobby? Würde ich sagen, mein größtes Hobby ist... Seht selbst. Okay, das war ein großes Hobby. Ein sehr großes Hobby. Vielleicht sogar mein größtes Hobby. Aber natürlich ist das, was ich hier gerade mache für euch, auch echt meine Leidenschaft geworden. Viele von euch wissen, dass ich ja mit Fußball aufgehört habe.
oder musste, besser gesagt, wegen meiner Krankheit. Das war halt einfach alles ein bisschen zu viel und es ging dann irgendwann nicht mehr. Deswegen ist das irgendwie so mein größtes Hobby geworden. YouTube macht einfach richtig, richtig Bock. Ich hoffe, ihr merkt das und ich bin echt froh, dass ihr so aktiv immer am Start seid. An dieser Stelle schreibt doch mal, wenn ihr von meinem Team seid, also Hashtag Team Luca, in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr mich schon lange feiert und weiterhin feiert und mich weiterhin unterstützen wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, dass ich weiß, wer alles am Start ist von euch und ja, mit mir meinen Weg hier auf YouTube gehen möchte. D.Baumgartner9 fragt, hast du jemals daran gedacht, dass dein Kanal so gut läuft? Ehrlich gesagt, viele YouTuber würden sagen, nein, sie hätten niemals gedacht, dass sie damit irgendwie erfolgreich werden oder ein bisschen mehr Abonnenten kriegen oder sonst was oder halt einfach gefragt sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür echt hart gekämpft. Ich bin zwar jetzt, sage ich mal, erst 1,5 Jahre auf YouTube, aber ich habe wirklich jede Woche 2 Videos rausgebracht. Zum größten Teil habe gearbeitet, habe eine Ausbildung abgeschlossen, ich hatte Prüfungen und so weiter und habe trotzdem das mit YouTube durchgezogen. Und ich habe damals noch Fußball gespielt und eine Freundin gehabt. Also es waren echt ganz viele Sachen, die dazu kamen. Und ich wollte das unbedingt. Ich wollte unbedingt was bringen auf YouTube, was es so in der Form jetzt nicht ganz so gibt. Natürlich, meine Videos, wie gesagt, gibt es schon so in der Art und so weiter. Aber dieses, dass ich zeigen möchte, dass man sich einfach nicht mit irgendwas runterziehen lassen sollte oder nur weil man anders ist, wie viele sagen würden, sich da runterziehen zu lassen, das möchte ich einfach zeigen. Das ist nach wie vor immer noch mein Ziel. Auch wenn ich versuche, unterhaltsame Videos rauszubringen, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht dieses andere Ziel weiterhin verfolge. Menschen zu erreichen, Menschen zu helfen, das ist der größte Aspekt, warum ich YouTube mache. Und der andere Aspekt, dass ich die Leute unterhalten möchte, ist natürlich so eine Nebensache, dass ich halt eben nicht nur ganz halt über meine Krankheit bam, 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 bam und immer nur negativ, weil ihr müsst ja auch sehen, was ich auch machen kann, wisst ihr. Also ich denke mal, das kam schon immer so rüber vom Kanal und das möchte ich weiterhin so machen. Kurzer Real Talk am Rande und ja, ich hoffe, damit hat sich deine Frage beantwortet. Ich bin davon ausgegangen, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, dass ich da was erreichen möchte. Wenn man so ein Ziel verfolgt, ich glaube, dann kann einem nichts so aufhalten, wenn man wirklich daran arbeitet und arbeitet und dann kommt es irgendwann von alleine. Ich hoffe natürlich, es steigert sich weiter und es läuft weiterhin so gut, weil in letzter Zeit ist es ein bisschen nachgelassen, aber ich bleibe trotzdem dran. Und ja, würde ich sagen, nächste Frage. Andreas Leitenberger fragt, Lieblingsbeschäftigung am Wochenende. Also entweder sieht das Ganze so aus. Hast Bock, Alter! Und wenn es nicht so aussieht, sieht es meistens so aus. Bieber-Teil, meine Freunde! Ja, nein, Alter. Andi hat Bock. An dieser Stelle gehen Grüße an Andi raus. Du weißt Bescheid, FIFA-Abend läuft. Michelle Schafferer fragt, wo hast du Neo her? Gekauft oder Tierheim? Ich muss euch auch dazu was sagen. Und zwar ist das Ganze nicht so abgelaufen, wie ihr vielleicht gedacht habt mit Neo. Eigentlich war das Ganze so. Oh, ich wünsche mir so sehr einen Hund. Ich wünschte, ich hätte einen Hund. Ja, was machst du denn hier draußen? Willst du zu uns? Willst du hier rein zu uns? Du heißt jetzt Neo. Du bist jetzt mein Hund. Mein Hund. Ja. Marco Riffel fragt, wie ist es eigentlich mit deiner Krankheit? Stört sie dich oder hast du dich dran gewöhnt? Würde mich mal interessieren. An dieser Stelle muss ich echt sagen, dass ich es krass finde, dass auch jüngere Personen oder halt einfach die meisten Zuschauer von mir sind ja etwas jünger, dass sie sich trotzdem so interessieren, wie ich mit meiner Krankheit umgehe, ob sie mich stört, ob es nicht stört, wie es mich belastet und so weiter. Finde ich echt cool und finde ich echt krass so von euch, dass es euch auch interessiert, weil es ist ja eine Sache. Ja. Ne, es war eigentlich nur mein Wecker. Wieso habe ich meinen Wecker um 17.30 Uhr gestellt? Nee. Also kurz nochmal zurückzukommen. Ich finde es echt krass, dass ihr euch da so Gedanken macht auch und euch das interessiert. Freut mich auf jeden Fall. Hätte ich nicht so gedacht. Und jetzt zur Beantwortung der Frage muss ich sagen, natürlich, es gibt Phasen, jetzt gerade Winter, es ist 16, 17 Uhr dunkel. Ich gehe morgens raus, es ist dunkel, ich gehe heim, es ist dunkel.
Klar, da haben normale Leute schon Probleme, haben sozusagen kleine Depressionen, weil es halt einfach immer gefühlt Nacht ist und es einfach immer dunkel ist. Und klar, für Menschen wie ich, die halt abends dann auch nichts sehen, ist es halt umso krasser. Man muss halt trotzdem versuchen, irgendwie nicht so schlecht gelaunt zu sein und irgendwie immer das Beste aus dem Tag zu machen, auch wenn es schwer ist. Und klar, die Krankheit belastet mich irgendwie jeden Tag, aber man muss immer so die positiven Seiten sehen vom Leben, was man noch machen kann sozusagen zum Beispiel und nicht das Negative, was man nicht machen kann. Von dem her muss man das immer so sehen und dann lebt sich's auch leichter. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, Mann! Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Dankeschön, ist jemand rangegangen. Ja, auf jeden Fall einfach nochmal kurz gesagt, man muss einfach damit leben, man muss immer stark bleiben, immer das Beste aus seinen Möglichkeiten machen und versuchen, eine Leidenschaft zu finden, die man verfolgt, Ziele, die man verfolgt, Reisen vielleicht, dass man einfach was von der Welt sieht. Also so bin ich zum Beispiel, ich möchte gerne einfach die Welt erkunden, viel sehen, viel coole Sachen sehen, viel erleben. Das ist so mein Ziel und wenn man so Ziele hat, dann lebt es sich auf jeden Fall leichter mit der Krankheit. Was aber nicht heißt, dass man nicht irgendwie abends mal daheim liegt und sich Gedanken über ganz viele Sachen macht oder sich mal irgendwie alleine fühlt oder so mit dem. Aber ja, natürlich, man muss immer stark bleiben und das versuche ich zu sein und dann lebt es auch viel, viel leichter. Die vorletzte Frage ist von Official Vicky. Sie fragt, du könntest deine Augenkrankheit heilen, müsstest dafür aber eine andere unheilbare Krankheit nehmen. Würdest du das machen? Wie gesagt, krass, dass ihr wirklich so viele Fragen auch zu meiner Krankheit und so weiter fragt, wie ich damit umgehe und wie gesagt, haben wir schon alles gehabt. Ich würde aber meine Krankheit nicht eintauschen wollen, da ich weiß, wie ich in meiner Krankheit zu leben habe und wie ich damit leben kann, ohne dass es mich jetzt so mega, 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 mega belastet und ich nicht weiß, wie andere Krankheiten sich verhalten und wie man damit umgehen würde. Von dem her, ich denke, wenn man mit was aufgewachsen ist, dann tut diese Krankheit auch irgendwie einen persönlich anders machen oder irgendwie einzigartig machen, sage ich mal. Und deswegen denke ich, bin ich auch irgendwie so geworden, wie ich heute bin, weil ich nicht weiß, wie ich ohne Krankheit zum Beispiel oder mit einer anderen Krankheit wäre, sage ich mal kurz grob gesagt. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht eintauschen wollen. Ja, mehr gibt es da, denke ich, nichts zu sagen. Und zu guter Letzt kam eine Frage, die einfach öfter gestellt worden ist. Und zwar einmal von Nightmare Shadow. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir dann wünschen? Dann von HTTP Lili fragt, größter Wunsch. Und von Zoe 1.8 fragt auch, was wünschst du dir im Moment am meisten? Also diese Frage wurde echt öfter gestellt und es hat euch wohl sehr interessiert. Ich muss sagen, das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist glücklich zu sein. Und damit meine ich nicht mit Geld oder mit mega Erfolg. Natürlich, Erfolg macht auch irgendwo glücklich. Aber das Wichtigste ist einfach weiterhin gesund zu bleiben. Ich hoffe einfach, dass meine Krankheit immer so stehen bleibt, wie es ist und dass meine Eltern, meine ganze Familie einfach gesund bleibt, so wie es ist. Und das ist so mein größter Wunsch. Ich denke, das ist einfach das Wichtigste, das werde ich immer wissen und werde dafür auch immer kämpfen, dass meine Krankheit einfach so bleibt, wie es ist, mit Therapie, mit sonst was und so weiter. Das sind halt ganz, ganz viele Sachen, die man halt machen muss, aber Gesundheit ist einfach am wichtigsten. Das denke ich, weiß auch jeder von euch. Und falls es nicht ist, dann werdet ihr es wahrscheinlich noch irgendwann in eurem Leben merken, dass Gesundheit einfach das Wichtigste ist und an wirklich allererster Stelle steht. So, das war's mit euren Fragen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so wie ich es dargestellt habe. So ein bisschen ironisch, bisschen Real Talk, bisschen ernster. So eine Mischung aus allem. Ich denke, damit habe ich auch ein paar Fragen beantworten können und ein paar Fragen etwas lustiger beantworten können. Wie auch immer, ich wollte es so ein bisschen gemischt machen und nicht nur dieses nur ironisch oder nur ernst, weil das wäre, denke ich, ein bisschen langweilig gewesen. Und ansonsten würde ich sagen, könnt ihr mir noch gerne auf Instagram und Snapchat folgen. Ihr wisst Bescheid, falls ihr auch mal im nächsten Mal dabei sein wollt oder bei anderen Sachen, die ich mache auf Instagram oder Snapchat dabei sein wollt, könnt ihr mir da gerne folgen. Ansonsten würde ich sagen, könnt ihr meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren, würde ich mich mega, mega drüber freuen. Wir haben jetzt fast die 9000 geschafft. Mama mia, war das eine mega Geburt, bis wir jetzt die 9000 erreicht haben. Also von 8000 bis 9000 hat es schon eine Weile gedauert, aber ich bin wirklich froh über jeden Einzelnen, der mich abonniert hat, jeder Einzelne, der mich anschaut und vor allem die Aktiven, die mich anschauen. Ich weiß genau, wer von euch mich aktiv verfolgt, wer kommentiert und so weiter. Grüße gehen auf jeden Fall an euch raus, ihr seid die Besten, ihr seid mein Team Luca, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Luca. Wir sehen uns bald zum nächsten Video wieder und wahrscheinlich dann wieder mit meinem Hund. Viele wünschen sich das immer wieder und das wird ein cooles Video, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und haut rein, bis dann. Peace, 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 peace und ciao. Shut the fuck up right now and let me breathe. Shut
fuck up right now. Let me do my thing.